Hast du deine Meetings schon online begonnen oder auch deine Lektionen online gegeben? Ich habe dazu ja ein Zoom-Tutorial eröffnet und auch, wie du mit deinem Smartphone deine Lektionen online geben kannst. Und in diesem Video zeige ich dir, wenn du nicht mit dem Smartphone arbeitest, welches Equipment dir helfen kann, damit du auch gute Online-Videos aufnehmen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei meinen Videotipps. Wenn ich also mit meiner Webcam arbeite und ein Zoom oder Skype oder ein anderes Tool brauche, um mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, dann gibt es auch Hardware, die mir hilft, um ein besseres Bild und einen besseren Ton zu bekommen. Also, erstens mal, du kannst mit deiner normal eingebauten Webcam des Rechners arbeiten. Die sind einfach in der Qualität nicht so gut, aber das Wichtige ist, dass man dich sieht und das geht mit diesen Kameras. Also, wenn du jetzt im Moment keine Möglichkeit hast, eine Webcam zu organisieren, dann arbeite mit der eingebauten Kamera. Wenn du eine Webcam hast oder eine bestellen kannst, dann ist der Vorteil, dass du sie hat eine bessere Bildqualität, also sie ist von der Lichtempfindlichkeit besser. Das Bild ist einfach allgemein schärfer und ich habe meine Webcam jetzt hier auf ein Stativ gestellt. Das Problem bei den eingebauten Kameras ist oft, dass wir unsere Rechner so nehmen und vor uns haben und die sind weit unten und dann stellen wir den Bildschirm schräg und das ist die Froschperspektive. Da wirkst du eher überheblich oder es wirkt eben, wie du auf deinen Zuschauer hinunterschaust. Und das möchten wir ja nicht. Deshalb versuche, auch wenn du mit normalen Webcam arbeitest, diese auf Augenhöhe zu bringen. Ich habe den MacBook jetzt auch auf eine Kiste gestellt. Ich müsste ihn aber eigentlich noch höher stellen, wenn ich mit dieser Webcam arbeite. Dann habe ich das Stativ, dann kann ich es positionieren, wo ich will. Und gerade wenn du vielleicht auch eine Lektion geben willst in Musikunterricht oder Yoga und das nicht mit dem Smartphone aufnehmen willst, dann kannst du die Webcam irgendwo in den Raum stellen und hast dazu den Rechner als Monitor, den du irgendwo anders aufstellen kannst, damit du es gut siehst. Oder wenn du zum Beispiel ein Live-Video auf Facebook machst, damit du hier auch die Kommentare siehst. Also du hast dann wirklich einen großen Monitor. Ich selber arbeite hier mit der Logitech Brio 4K, bin sehr zufrieden mit dieser Webcam. Ich kann diese einfach mit dem Kabel verbinden, mit meinem MacBook. Sie hat noch einen normalen USB-Anschluss. Da brauche ich einfach den Adapter, damit ich ihn über den USB-C-Anschluss bei meinem MacBook anschließen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du deine Videokamera oder deine Systemkamera mit deinem Rechner verbinden kannst. Ich habe erst gerade kürzlich dazu ein Video aufgenommen, das heißt drei Möglichkeiten, wie du live streamen kannst. Da zeige ich dir, wie du mit so einem Camlink-Adapter zum Beispiel auch eine normale Kamera mit deinem Rechner verbinden kannst und dann kannst du zum Beispiel auch über Zoom oder über andere Tools mit dieser Kamera arbeiten. Ich verlinke dir das Video unter dem Text oder auch über die Cards. Ganz wichtig ist auch der Ton. Gerade wenn du ja eben Dinge erzählst und du mit Leuten sprichst, ist es wichtig, dass man dich gut versteht und dass es nicht anstrengend ist, um zuzuhören. Wieder wenn du einfach mit deinem Rechner arbeitest, du hast ja ein eingebautes Mikrofon, die sind in der Qualität einfach nicht so gut. Versuch einfach möglichst nah bei deinem Rechner zu sein. Eigentlich ist die Regel, dass man möglichst nah bei der Tonquelle sein muss mit dem Mikrofon, damit man dich gut versteht. Also, je näher du beim Rechner bist, desto besser versteht man dich. Wenn du also weit weg gehst, dann brauchst du unbedingt ein externes Mikrofon. Komme ich gleich noch dazu. Wenn du also mit dem internen Mikrofon arbeitest, auch sonst, aber dann besonders, dann schau einfach, dass du im Hintergrund möglichst keine Geräusche hast. Also, wenn du eine Lüftung hast oder irgendetwas, das rauscht, stell es aus, so dass du möglichst keine Umgebungsgeräusche hast und dann versteht man dich. Und das ist wichtig. Wenn du ein Gespräch aufnimmst, wo du nah bei der Kamera bist, dann kannst du auch mit so einem Tischstativ arbeiten. Ich habe zum Beispiel hier den Rode Podcaster, den kann ich verbinden hier über USB mit meinem Rechner und dann kann ich das in Zoom oder in anderen Apps dann anwählen, dass ich
dieses Mikrofon benutze. Ich kann das also direkt hier einstecken und könnte zusätzlich auch noch mit dem Kopfhörer mithören. Wenn ich jetzt ein Online-Meeting habe, damit ich die anderen Leute gut verstehe, oder manchmal kann es auch sein, dass wenn ich hier das Mikrofon habe und den Ton auf dem Lautsprecher, dass es zu pfeifen beginnt, weil es eine Rückkopplung gibt, dann ist es wichtig, dass du den Kopfhörer nimmst. Der Vorteil mit dem USB-Stecker ist also, dass du noch einen freien Kopfhörereingang hast und der Ton ist natürlich einfach viel besser als das eingebaute Mikrofon. Und du kannst es auch näher zu dir nehmen, damit das Mikrofon wirklich bei der Tonquelle ist. Eine dritte Möglichkeit, um deinen Ton aufzunehmen, ist ein Lavalier-Mikrofon. Dieses kleine Ansteckmikrofon, das ich mir hier irgendwo hinklemmen kann, wie ich das jetzt hier habe. Wenn du mit einem Lavalier-Mikrofon arbeiten willst, dann ist es wichtig, dass du eines hast mit einem TRRS-Stecker. Das ist eigentlich ein Mikrofon für ein Smartphone, weil der Unterschied zu dem ist, wir stecken es bei der Kopfhörerbuchse ein. Die meisten Rechner haben keinen Mikrofoneingang, also brauche ich hier einen Stecker, der aus meiner Kopfhörerbuchse einen Mikrofoneingang macht. Das geht bei den Macs, bei den meisten, und Leute haben jetzt das für mich ausprobiert, auf ihrem Windows-Rechner hat es auch funktioniert. Also, ich kann es nicht garantieren, es funktioniert nicht bei allen Rechnern, aber bei den meisten. Hier dieser Stecker mit diesen drei Ringen, ich habe auch einen Blogbeitrag darüber geschrieben, was dieser TRRS-Stecker ist, den verlinke ich euch auch gerne im Text. Wenn ich den nehme, kann ich den hier bei der Kopfhörerbuchse einstecken und dann habe ich auch das Mikrofon bei mir. Und so muss ich nicht noch das große Mikrofon im Bild haben. Das ist einfach wie so ein bisschen diskreter. Der Nachteil ist, wenn ich das jetzt bei meiner Kopfhörerbuchse einstecke, dann kann ich keinen Kopfhörer mehr einstecken. Das kann ich also machen, wenn ich keinen Ton brauche und ich niemanden hören muss. Aber für eine Online-Konferenz, wo ich meine Kollegen ja auch hören möchte, geht das nicht, weil ich habe dann auch auf den Boxen keinen Ton. Es gibt da noch Abhilfe, und zwar gibt es so einen kleinen Stecker. Das ist der Rode ST6 Stecker. Hier kann ich mein Lavalier-Mikrofon verbinden. Und dann kann ich hier auch noch einen Kopfhörer einstecken und dann habe ich hier Kopfhörer und Mikrofon und nun stecke ich diesen Stecker bei meiner Kopfhörerbuchse ein und jetzt kann ich mir das Mikrofon anstecken und gleichzeitig mit dem Kopfhörer mithören. Ich kann natürlich auch einen kleinen Kopfhörer nehmen. Das ist also auch eine Möglichkeit. Wenn du einen Bluetooth-Kopfhörer hast, dann löst das auch das Problem, dann kannst du auch hier mithören oder natürlich auch mit kleinen hören, dann hast du das Mikrofon und den Ton. In meinem letzten Video habe ich gezeigt, wie du mit deinem Smartphone eine Online-Konferenz oder eine Online-Lektion geben kannst. Und da habe ich auch gezeigt, wenn jetzt zum Beispiel Leute Fitness-Lektionen oder Yoga so geben, die möchten ja weiter weg sein von der Kamera und sich auch bewegen können. Und da hilft es, wenn man mit einer Funkstrecke arbeitet. Ich habe hier das Rode Wireless Go vorgestellt. Hier habe ich das kleine Lavalier-Mikrofon, das kann ich mir hier befestigen und das kleine Kästchen hier an meiner Hose festmachen. Und dann habe ich hier den Sender. Also, dann funkt mir dieses Mikrofon zu meinem Sender. Und den Sender, den kann ich jetzt hier auch bei meinem MacBook über die Kopfhörerbuchse einstecken. Ich könnte auch hier wieder mit dem kleinen SC6-Adapter arbeiten, damit ich einen Kopfhörer einstecken kann. Also wichtig ist, und das habe ich auch im letzten Video gezeigt, das Kabel, das hier mitgeliefert wird beim Wireless Go, das ist eigentlich für eine normale Kamera, das hat hier nur zwei Ringe. Ich brauche aber für das Smartphone und auch für den Rechner die drei Ringe TRRS-Stecker. Also diesen musst du zusätzlich bestellen, den SC4-Stecker von Rode, damit du das bei der Kopfhörerbuchse einstecken kannst oder eben mit diesem Adapter. Und dann, wenn du das eingesteckt hast, dann kannst du hier auch mit dem unabhängigen
Mikrofon arbeiten. Ich habe einen Ratgeber zusammengestellt, in dem ich zeige, welche Mikrofone du für deine Online-Lektionen oder eben auch für deine Online-Meeting einsetzen kannst. Und da steht nochmals ganz genau, welche Adapter du wirklich brauchst und welche Mikrofon, damit das alles funktioniert. Also du findest den Link auch wieder unten im Text. Ich habe jetzt hier zwei LED-Panels aufgestellt. Ist natürlich auch wichtig, dass dein Gegenüber dir in die Augen schauen kann und dein Gesicht sieht. Du kannst aber auch das Licht vor Ort nutzen. Schau einfach, dass du nicht im Hintergrund das Fenster hast, weil dann sieht man dein Gesicht nicht. Dann wirst du ganz dunkel, wenn es hinter dir heller ist. Und wenn ich mich jetzt hier in der gleichen Situation um 180 Grad drehe, dann fällt das Licht des Fensters auf mein Gesicht. Hinten ist es dunkler und dann sieht man mich gut. Wenn es dunkel ist draußen und du kein Tageslicht mehr hast, dann versuche das Gleiche mit der Lampe. Also möglichst hinten dunkel und das Licht kommt von vorne auf dein Gesicht. Und dann sieht man dich auch. Falls du lieber Lampen noch möchtest, ich habe auch einen Lampenratgeber, den du gratis herunterladen kannst. Den verlinke ich dir gerne auch im Text. Lege los mit dem Equipment, das du hast. Es kann die eingebaute Webcam und das eingebaute Mikrofon sein. Beachte einfach, was ich jetzt gesagt habe. Und wenn du das irgendwie noch ergänzen kannst, mit Mikrofon, mit Stativ, mit Webcam, dann tu es, aber es geht wirklich auch ohne. Wichtig ist einfach, dass du jetzt deine Inhalte weiterhin zu deinen Leuten bringst und es auch online anbietest. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch und teile mein Video weiter an Leute, die vielleicht im Moment auch solche Fragen haben, rund um das Thema mein Wissen online weitergeben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.